Zu Gast bei mir im Studio ist wieder Prälat Dr. Wilhelm Imkamp von der Wallfahrtsstätte Maria Vesperbild. Grüß Gott, Herr Prälat, herzlich willkommen. Herr Prälat, wir haben in der ersten Sendung schon über die geschichtliche Entwicklung von Marienfrömmigkeit gesprochen. Da war natürlich die Reformation ein großer Einschnitt und die katholische Kirche hat ja auch mit einer katholischen Reform reagiert. Inwieweit hatte das denn Auswirkungen auf das Bild Mariens bei den Gläubigen? Darf ich zu der Frage gleich etwas sagen? Mhm. Die katholische Reform hat längst vor der Reformation begonnen. Wir haben in Spanien die großen Reformklöster, das große Reformwerk der heiligen Therese von Avila. Wir haben in Italien zahlreiche Reformbewegungen, die einsetzten vor Luther. Dass dann die katholische Reform als Gegenreformation bezeichnet wurde, liegt daran, dass sie im Bewusstsein Deutschlands als gegen die Reformation gerichtet war. Dabei war die nur einfach katholisch. Und das wurde natürlich im Gegensatz gesehen zur Reformation, die aber selbst ihrerseits als Kampf gegen die katholische Kirche entstanden ist, beziehungsweise gegen Missstände der katholischen Kirche, die man verallgemeinerte. Partikulare Missstände rechtfertigen nie einen Bruch mit der Kirche. Und für die Marienverehrung hatte das die Folge, dass für alle Katholiken, gerade in den gefährdeten Gebieten, wurde Maria zur Identifikationsfigur. Maria wurde tatsächlich, den Titel hatte sie damals noch nicht, zur Mutter der Kirche. Die Mutter Kirche, Mater Ecclesiae, Mutter der Kirche und Mutter Kirche gingen zusammen. Papst Paul VI. Hat er 1965 verkündet, Maria ist die Mutter der Kirche. Und der hat nun wirklich nicht mehr zur Gegenreformation gehört. Aber die Mutter der Kirche ist vielleicht typisch für das Gefühl in der Zeit, die man gerne mit dem Ausdruck Gegenreformation bezeichnet, ist ja eine Zeit der katholischen Vertiefung. Die Herausforderung des Protestantismus hat dazu geführt, dass man die kernkatholischen Dogmen wie die Realpräsenz und Transsubstantiation in der Eucharistie auch in der Marienverehrung die marianischen Grundaussagen viel intensiver nicht nur glaubte, sondern was wichtiger ist, auch lebte. Dogmen leben. Das war das Signum der Gegenreformation. Und das ging ja später